Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, erstmal, wir haben das letzte Mal gerastet. Be Wir cautious. waren Be noch irgendwo, constant. genau, direkt unter uns Rastvorräte. So, dann hatten wir einen Traum I'm mit here. der trauernden Mutter wieder mal. Wächterin, dein Verstand ist voller Fragen. Ja, ich hätte noch Fragen an dich. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich werde mehr als nur die Worte hören. Ich wandelte abermals in deine Erinnerung. Dieses Mal fühlte sie sich merkwürdig an, als ob ich sie wiedersehen würde. Deine Vision macht Gefühlswellen Platz, während du die gezackten Spuren der Gewalt spürst, an denen du schon früher vorbeigekommen bist. Dieses Mal fällt dir der Weg leichter und du machst dich daran, ihre Erinnerung wahllos zu durchstreifen, wobei du dich aber auf die konzentrierst, die du suchst. Es kommt zu einem gemächlichen Ansturm, einem Gefühl der Wärme und deine Gedanken dringen wie zuvor in deinem Verstand ein und umkreisen die Erinnerung, die ihr bei eurem ersten Treffen geteilt habt. Du befindest dich wieder zurück im Verstand der trauernden Mutter. Dieses Mal kommt dir der Ort vertraut vor. Du fühlst die. Und obwohl du fühlst, dass du von diesem Blickwinkel aus zahllose Geburten gesehen hast, erfüllt dich etwas mit Unbehagen. Der Himmel hat sich verdunkelt und der Nebel ist vom Wald emporgestiegen, um dich zu umfassen. Du sitzt in der Falle. Du hörst etwas. Der Klang ist so merkwürdig dissonant wie sich krümmendes Metall. Das Geräusch bringt dich zum Zähneknirschen, aber als es anschwillt, vertreibt dir die unheimliche Melodie trotzdem das Taubheitsgefühl aus den Gliedern und befreit einen Bereich vom Nebel. Wegreißen, zurückziehen. Mit etwas Anstrengung weicht die Farbe aus der Szene und dein Verstand wird wieder dein eigener. Die trauernde Mutter steht still vor dir. Sie scheint dir sich nicht bewusst zu sein, was du gesehen hast oder dass du überhaupt in ihrer Erinnerung warst. Ich wandelte abermals in deinen Träumen, deinen Gedanken und ich glaube auch in deinen Erinnerungen. Eine Mischung aus Neugier und Furcht steigt in dir auf. Sie hebt die linke Hand. Das Klingeln an ihrem Handgelenk erstickt das Gefühl, das in ihr aufsteigt. Sie hat Angst, aber Neugier wirkt wie ein Anker. And what did you see in my memories? I would hear you speak of them. Und was hast du in meiner Erinnerung gesehen? Ich will, dass du von ihnen sprichst. Egal, ich hatte andere Fragen, die ich dir stellen wollte. Ja, ich kann das Ganze nochmal machen, auf die Glocke konzentrieren und dann löst sich das Geräusch in einem dumpfen Ton auf. Als es in deinen Knochen widerhallt, siehst du, dass sich deine Hände bewegen. Abermals ziehst du Leben hervor, etwas Warmes und Zerbrechliches, das sich in die Welt kämpft. Diese Szene wirkt vertraut auf dich. Ein Moment, den du tausendmal zuvor erlebt und geträumt hast und dennoch nagt etwas Unheilvolles an den Rändern. Auf die Schreie der Frau konzentrieren. Die Frau müsste Schmerzen empfinden, die natürlichen Schmerzen der Geburt, das weißt du aber. Sie sind schwach und entfernt. Dir wird klar, dass du sie mit deinem Verstand linderst, die Schmerzwogen glättest und ihre Gedanken gerade genug entspannst, dass sie von innen hinauspressend ihr Kind weiterschieben kann. Du nimmst den Schmerz auf dich selbst, aber der Schmerz hat Stufen. Der eine Schmerz ist ein Druck, ein vertrauter, begrüßender Schmerz. Der andere aber ist scharf wie eine Rasierklinge in deinem Verstand und frischer als diese Erinnerung. Als du dich daran zu erinnern versuchst, wie du diesen Ort erreicht hast, bist du dieselbe Leere in dir selbst, eine Grube gefüllt mit den kratzenden Winden eines Biawak. Der schiere Gedanke daran erfüllt dich wie die Erinnerung an einen Albtraum mit Unruhe. Konzentriere dich auf das Kind und die Bewegung deiner Hände. Als sich deine Hände bewegen, kannst du den Klang der Glockenlaute deutlich hören. Irgendwo in der Ferne scheint es aber dennoch einen anderen Widerhall zu geben. Wehklagen, Glockengeläut, du kannst es unmöglich heraushören. Das Kind aus dem Mutterleib ziehen. Als das Kind Schub um Schub auf dich zukommt, wirst du von einem unerklärlichen Gefühl der Angst erfüllt. Eine bösartige Präsenz scheint dich zu umgeben und du lehnst dich nach vorne, um das Kind abzuschirmen. Schließlich kommt das Kind nass und rosig von seiner Reise hervor. Als sich das Neugeborene vom Mutterleib in die Welt aufmachte, scheint eine ganze Lebenszeit verstrichen zu sein, und als das zitternde Kind wartend in die Arme
in den Armen wiegst, scheint eine weitere zu verstreichen. Das Kind stößt einen Schrei voller Leben aus, voller Seele, während das Geläut der Glocken in seinen Gedanken widerhallt und sie mit Willkommensgrüßen erfüllt. Die Seele ist an den Rändern verschwommen, als ob du eine Seele aus einer anderen heraus betrachten würdest. Aber sie ist dort, es ist am Leben. Die Frau vor dir weint und greift mit ihrem ersten Schrei nach dem Kind. Der Frau das Kind geben. Du gibst ihr das Kind, etwas, das du schon viele Male getan hast, und als sich deine Hände bewegen, erklingt das dumpfe Geräusch und du spürst ein Gewicht an deinem Handgelenk hängen. Du schaust nach unten und siehst winzige und missgebildete Knochen, die an einer Schnur um dein Handgelenk hängen. Sie sind schwerer, als sie sein sollten, und als sie zusammenschlagen, machen sie ein Geräusch wie Totenglocken. Die Mutter ist zu sehr auf das Neugeborene konzentriert, als dass sie dir Beachtung schenkt, weshalb du dein Handgelenk schnell hinter deinem Rücken verbirgst. Sie muss es niemals erfahren, darf es niemals erfahren. Als du die Knochenglocken verbirgst, zitterst du, erleichtert mit dem Gefühl eines kühlen Windes, der plötzlich über das Plateau weht auf deiner Haut. Langsam aus der Erinnerung zurückziehen. Ja, ich wanderte abermals. Eine Mischung aus Neugier. Ja, lass uns fortfahren. Ich kann dir da gar nicht wirklich drauf antworten. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Adra-Bogen. Der Adra-Bogen ragt vor dir empor, wie du es auch durch Persocks Augen gesehen hattest. Sagadi dreht sich um und sucht die Bäume nach Bewegungen ab. Als sich der Schatten des Bogens über dich legt, wandelt sich die bewaldete Küste zu einer anderen Landschaft. Du stehst in einem anderen Wald. Geschwärzte, nackte Baumstämme krallen sich aus dem Boden und halten Mahnwache über die jungen Bäume und zarten Büsche. Du schreibst langsam durch den Wald und die überall in ihm verstreuten Ruinen. Du siehst das Gerippe eines zerstörten Gebäudes in Form von Steinsäulen und gebrochenen Torbögen. Im Mittelalter dem stehen Elfen und Orlaner mit bemalten Gesichtern und gezückten Bogen. Erfahrung gehalten. Ich habe den nächsten Ort gesehen. Verbrannte Bäume und einstürzende Ruinen. Wo ist das? Es freut mich, dass du ihn nicht erkennst, denn das liegt nahe, dass du dich nicht in Ruinen herumgetrieben hast, in denen du nichts verloren hast. Ivaria schaut dich mit erhobenem Zeigefinger an und tut so, als würde er dich belehren. Klingt so, als würdest du das trostlose Gebiet in den Berghängen nördlich von Zwillingsulm beschreiben. Dem alten Schauplatz einer Schlacht aus dem Krieg der schwarzen Bäume. Dann habe ich den nächsten Ort gesehen. Ich werde dir folgen. Bevor sie die Last auf ihren Schultern verteilt, zählt sie die Pfeile in ihrem Köcher. I always get a strange feeling near the end of a hunt. Like an itch on the end of my nose. I feel like we're close. Kurz vor dem Ende einer Jagd beschleicht mich immer ein seltsames Gefühl wie ein Jucken an meiner Nasenspitze. Sie zögert. Ich spüre, dass wir nahe dran sind. Bist du enttäuscht? Du klingst überrascht. After all this time, a part of me had already accepted that I'd never find him, that I'd be stuck wandering like this forever. Das bin ich. Ihre Hand verweilt über einem Pfeil mit einer Knochenspitze. Nach all dieser Zeit, ein Teil von mir hatte schon akzeptiert, dass ich ihn niemals finden würde, dass ich für immer so herumwandern würde. I'll admit, I didn't believe you at first. Still didn't until now. Sie schaut dich aus dem Augenwinkel an. Ich muss zugeben, dass ich dir anfangs nicht glaubte. Eigentlich bis jetzt nicht. Was hat sich geändert? Ich habe nicht so viel Zeit mit jemandem verbracht, seit den langen Hunts in Nasitak. Aber ich habe dich kennengelernt, gesehen, wie du mit Kith umgehst. Was auch immer du bist, wenn wir find Theos finden. Du bist ehrlich. Ich weiß, du würdest mich nicht in this. Seit den langen Jagden in Nasitak habe ich nicht mehr viel Zeit mit jemandem verbracht, aber ich habe dich kennengelernt. Gesehen, wie du mit den Gestandenen umgehst. Als was auch immer du dich herausstellen magst, wenn wir Taos finden, du bist ehrlich. Ich weiß, dass du mich hierbei nicht in die Irre führen würdest. Danke will ich damit sagen. Seit langer Zeit hat niemand mehr so viel für mich getan. Fühlt sich fast so an, als sei ich wieder Teil eines Dorfes. Was wirst du hier nachtun? Gute Frage. Sie fährt mit ihrer Hand über die glatte, gemeißelte Oberfläche des Bogens. Es ist schwer gewesen, in den letzten 5 Jahren einen Sinn zu erkennen. In letzter Zeit aber begann ich mehr zu verstehen, wie Persok unser Dorf geformt hat, wie sich seine Bemühungen und Opfer summiert und uns stärker machten.
Seinen Segen nach Masuk zurückzubringen, wird uns und unseren Zusammenhalt noch mehr stärken. Zu wissen, dass ich es bin, die damit zurückkehrt, erfüllt mich mit Stolz. Sie schlägt mit ihrem Handball gegen die andere Wand. Aber ich handle mal wieder vorschnell. Zuerst müssen wir Persak und dein Opfer finden, Talisa. Sollte mir genug Zeit zum Überlegen geben, was ich ihm sagen werde. Was möchtest du Persak denn sagen? I guess that depends on who he is now. I'd like to think that traveling for 5 years entitles me to give him a solid earful about all of it. But what really matters to someone in Persak's position? The village he left behind? The family he likely won't remember? Ich glaube, das hängt davon ab, wer er jetzt ist. Ich glaube, dass mir meine 5-jährige Wanderschaft das Recht gibt, ihn wegen all dem gehörig zusammenzustauchen. Aber spielt das für jemanden in Persak sagen überhaupt eine Rolle? Für das Dorf, das er zurückgelassen hat? Für die Familie, an die er sich wahrscheinlich nicht erinnern wird? Ich wünschte, meine bruchstifthaften Erinnerungen würden mir mehr über die Personen sagen, die mir am nächsten sind. Wenn ich so viel für Persak erreicht hätte, würde ich gerne davon erfahren. Er ist jetzt eine neue Person. Ich weiß nicht, ob irgendetwas davon wirklich eine Rolle spielt. Du wirst bestimmt wissen, was zu tun ist. Och, nehmen wir als wohltuender Paladin mal das Erste. Sie betrachtet schnell das Gras am Fuß des Bogens. Muss ich einsam anfühlen, so etwas nicht zu wissen. Vermutlich haben wir vieles als selbstverständlich angesehen. Dann stoßen wir darauf an, dass wir unsere Männer bald finden. Bringen wir über was anderes. Ja, wir können jetzt eigentlich Sagadi noch ausfragen, aber lass uns erstmal weiterziehen. So. Und einen Quick Save machen. Dass wir das erstmal alles hinter uns haben. Und uns dann mal weiter umsehen. Wir haben immer noch unseren Rastbonus und wir haben jetzt auch Schadensreduktion. Oh, noch eine Leiche. Die allerdings nichts Besonderes trägt. Hier ist der Flussübergang. Hier ist mal wieder Adra. Stimmt, hier war eine Furt. Ja, Adra Bogen, Adra Säulen. Adra ist echt überall. I'll take a look. Oh, Fäulnisse. Oh. Fäulnisse und Adragarne. Die Adragarne sieht sogar so aus, als ob man hier runtergehen könnte. Passt. Also ja, noch mehr Fäulnisse und mehr Adragans. That didn't work. Need to try something else. This isn't. Dead on. Okay.
Palegina kriegt von den Fäulnissen ordentlich auf das Maul. That didn't work. Need to try something else. So. Du kannst übrigens auch wieder den Nahkampf wechseln. My thoughts will be as silent as my feet.